alle zusammen bei Feinart 2018 den Kanal für 3D-Druck und Dye bei YouTube. Mein Name ist Alexander und es geht heute um das, finde ich, ein wichtiges Thema. Wie levele ich meinen Druckbett meines 3D-Druckers von Hand? Ja, das macht doch mein Drucker schon automatisch. Wozu muss ich das denn noch? Naja, und da gibt es ja auch schon Senioren, zum Beispiel sowas hier, die dabei einen helfen, den Abstand zwischen der Düse und dem Druckbett zu bestimmen. Das stimmt natürlich auch alles, nur es gibt auch mal ganz preiswerte Drucker, die haben diese Hilfe nicht. Und dann muss ich das von Hand machen. Oder ich möchte halt auch mal eine kleinere Düse einsetzen als die Standarddüse 0,4 mm. Ich habe jetzt hier eine 0,3 mm Düse. Und dann muss das Druckbett an allen Stellen natürlich auch relativ exakt gleich einen Abstand haben zwischen dem Druckbett und der Düse. Wieso Abstand? Wenn man sich das mal genau betrachtet, ich greife mal nach rechts und hole mal ein Druckbett. Hier ist meine Düse. Dürften wir ja normalerweise gar keinen Abstand haben. Das ist zwar richtig, ist aber trotzdem immer noch nicht ganz richtig, weil wenn wir nämlich keinen Abstand haben, also zwischen der Düse und dem Druckbett nichts zwischenpasst, dann kommt auch aus der Düse kein Material raus. Ist der Abstand zwischen der Düse und dem Druckbett zu groß, haben wir keine Druckbetthaftung. Man sagt halt, der Abstand, je nach Drucker, sollte zwischen der Düse und dem Druckbett zwischen 0,1 und 0,2 mm sein. Bei mir sind es 0,2 mm. Und wieso Abstand überall gleich? Nehmen wir auch mal das Druckbett. Ich halte es jetzt mal hoch. Als allererstes misst man ja in der Mitte, um den Abstand zu ermitteln. Jetzt kann das Druckbett aber natürlich halt auch nicht gerade sein. Also idealerweise so ein bisschen gibt sein, sodass hier ich einen größeren und da einen kleineren Abstand habe. Und dann muss ich das natürlich dementsprechend mit den Schrauben ausgleichen. Da kommen wir gleich zu. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, wenn der Abstand zwischen hier und da zum Beispiel zu stark unterschiedlich ist, habe ich das Problem, dass ich natürlich keine Haftung habe. Erster Fall, ich habe eine Kuhle drin, also so, wie sich so eine Suppentasse, man sich das vorstellt. Das heißt, ich habe zwar hier überall einen Abstand eingestellt, der super ist, aber hier habe ich jetzt einen Abstand von 0,2 mm zu tief. Und dann wird an der Stelle ich natürlich auch sein, dass das zu druckende Teil natürlich eine schlechte Haftung hat. Und man möchte ja nicht immer noch einen Raft unterdrucken, damit das ausgeglichen wird. Man braucht, erstmal braucht ein Raft immer mehr Zeit und braucht mehr Material. Das möchte man ja vermeiden. Andere Möglichkeit ist, das Druckbett ist gewölbt. Das heißt, ich hole mal meine Düse. Ich habe jetzt hier zwar überall die gleichen Abstände. Und jetzt fährt der Drucker hier. Und weil der Abstand ja sehr gering ist, kann er mir hier in die Druckbettbeschichtung reinfahren. Das möchte man ja auch nicht. Und selbst bei so einem kleinen Druckbett, wie ihr das eben gesehen habt, es ist sehr, sehr wichtig, dass überall der Abstand möglichst gleich ist. Ja, also sagen wir mal so, die Toleranz möglichst gering ist. Weil sonst habe ich nämlich ein Problem nachher, wenn ich drucke. Auch über diese Fläche von 14 mal 14 cm, dass mir die Ecken hochgehen. Papier war. Also das gefürchtete Warpen. Und seid versichert, auch eine Glasoberfläche, also ein Glasdruckbett, kann sich durchwölben. Man glaubt es nicht, aber es ist ohne weiteres möglich. Von daher ist es wirklich sehr wichtig, dass wir den Drucker gut ausrichten. Ich mache das gerne vor jedem Drucken, um sicher zu sein,
dass auch ich ein optimales Druckergebnis habe. Vor allen Dingen, wenn man einen Druck machen möchte, der sehr lange dauert, über mehrere Stunden halt, und nicht, dass nachher zum Beispiel ihr einen Druck machen wollt, der meinetwegen über 20 Stunden dauert und nach 18 Stunden praktisch halt hat sich das Druckteil vom Druckbett gelöst, weil er das Ganze nicht vernünftig ausgerichtet habe. Das wäre besonders halt ärgerlich. Ich zeige euch gleich nochmal dann im Detail, wie man das Ganze ausrichtet. Und vorher hole ich jetzt nochmal meine Schraube. Ich habe euch dann nachher noch ein paar Bilder eingeschnitten, wo ihr sehen könnt, wie ihr beim Druckbett die Schrauben in welche Richtung drehen müsst. Erstmal, wenn wir halt in Deutschland das anziehen möchten, eine Schraube, wie war der Spruch von meines Ausbildungsmeisters für Köwing? Seit Kaiserszeiten drehen wir rechts rum. Er hat ja recht. Nur wenn ich das natürlich von unten machen muss, ist das nicht so, dass ich ihn zudrehe, indem ich rechts drehe, sondern ich muss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und wenn ich den Abstand vergrößern will, darf ich im Uhrzeigersinn drehen. Also man muss einmal das Ganze im Kopf drehen. Und Leute, das fällt einem Menschen wirklich schwer, wenn man es lange nicht gemacht hat. Es kommt auch bei mir manchmal vor, dass ich immer auch mal überlegen muss, wenn ich ihn levele, in welche Richtung darf ich denn drehen. Sicherlich habt ihr euch gefragt, sag mal, mit was für ein Spezialwerkzeug kann ich jetzt den Abstand zwischen der Düse und dem Druckbett bestimmen, also den Z-Abstand. Das eine Tool ist so eine genannte Düsenfühlerlehre für den Zündfunken. Damit kann ich das machen, dann schiebe ich den praktisch zwischen die Düse und den Druckbett und wenn sich das gerade so bewegt, habe ich den guten Abstand. Oder ich nehme das andere Spezialwerkzeug, was wirklich, aber wirklich im Büro vorhanden ist. Nein, es ist nicht die Büroklammer, die ich jetzt aufbiegen kann. Es ist schlicht und einfach ein Bogen Papier. Ich bevorzuge 80 Gramm Papier, weil eine Lage, ein Blatt, hat eine Höhe von 0,1 mm. Mein Drucker braucht einen Abstand von 0,2 mm. Also falte ich das Ganze zusammen. Kann das dann halt zwischen der Düse und den Druckbett hin und her schieben. Und das zeige ich euch gleich. Als allererstes schalten wir den Drucker ein. Wir heizen ihn so mal auf 160 Grad vor. Es dauert einen Moment, dann können wir das Ganze stoppen. Dann gehen wir hierbei mal bei dem Drucker auf Ruderkalibrierung. Jetzt hören wir ihn schon mal arbeiten. Wichtig ist dabei, bevor wir jetzt anfangen, dass kein Material mehr in der Düse ist, dass die Düse frei ist, das Material raus, die Düse wirklich auch sauber ist und dass wir das Ganze schon mal hochgeheizt haben. So sage ich immer 160 Grad, dass die Düse warm ist. Und dann werde ich euch gleich zeigen, wie man ihn richtig levelt.
Und jetzt habe ich hier mein Papier, was ich hier unterlege zum Leveln. Das schiebe ich jetzt gleich unter die Druckdüse, zwischen Druckdüse und Druckbett. Ich kann hier schon mal einstellen den Z-Abstand. Wenn ich jetzt hier schiebe, merke ich, okay, es lässt sich noch ganz leicht bewegen. Ja, gleich der Widerstand. Ich gebe jetzt nochmal einen auf so, bei dem hier so bei 1, minus 1,5 habe ich einen Widerstand. Ich kann aber trotzdem das Ganze noch langsam durchziehen. Sollte ich jetzt die Möglichkeit bei dem Drucker, bei einem anderen Drucker nicht haben, dann muss ich das natürlich über die Schrauben machen. Wie man in welche Richtung dreht, werde ich euch dann gleich nochmal zeigen in meinen Bildern im Anschluss. Wie gesagt, dieser Drucker verfügt ja über drei Schrauben, die sich also gegeneinander nicht beeinflussen. Jetzt habe ich das eingestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das an den Punkten hier hinten aus, wo die Schrauben auch sitzen? Wie sind die Abstände dort? Jetzt kann ich entweder den Druckkopf von Hand bewegen. Sollte das wie hier nicht der Fall sein, greife ich auf den Motor zurück. Und mache das praktisch, dass ich den Motor manuell bewege. Dass ich ihn jetzt mal nach vorne kommen lasse. Dann fahre ich ihn nach links, weil die Schraube sitzt ja hier unter. Und dann schiebe ich das Papier hier unter und merke, aha, vom Gefühl her ist der Abstand noch zu groß. Es lässt sich zu leicht schieben. Wie war das nochmal? Seit Kaiserszeiten drehen wir rechts rum. Wir müssen es halt nur spiegelverkehrt machen. Also drehen wir in diesem Fall, wenn wir es festziehen wollen, gegen den Uhrzeigersinn etwas. Prüfen. Ja. So ein bisschen. So, also, wir müssen ja den Abstand hier, ja, ich muss also mit dem Uhrzeigersinn etwas drehen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Jetzt fahre ich das Ganze rechts rüber. Schiebe wieder mein Blatt Papier runter und höre halt auch, wie die Düse auf dem Papier schrappt. Und am Widerstand würde ich jetzt sagen, vom Gefühl, das passe ich. Schiebe ich den Druckkopf wieder in die Mitte und fahre nach hinten, weil hier hinten ja wieder hier unten die Schraube sitzt. So, nach Möglichkeit sollte man natürlich nicht auf das Druckbett fassen, sei denn, man möchte, wie ich, das nachher noch sauber machen und neu beschichten. Ja, hier möchte ich auch, okay, der Abstand ist noch zu groß, ich muss ihn verkleinern. Ja, das hört sich auch gut an und fühlt sich auch gut an. Das war es eben halt schon. Und ich kann den Drucker jetzt auf Home stellen.
Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Und nächste Woche kommt dann der Teil 2 mit dem Feintuning, wie ich halt den Drucker noch exakter mit einem Backleveling-Test ausrichten kann. Bis dahin, wie immer, happy printing und rausgehen nicht vergessen. Ich werde gleich die Schuhe schnappen und walken gehen. Bis dann und tschüss, euer Alexander.